Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea. Wieder mal aus Andalusien, wie immer. Und heute mit einem kleinen Orakel zur Zeitqualität, weil ich heute Morgen mal wieder festgestellt habe, dass es dran ist. Und zwar habe ich, ja, es ist nicht direkt zum Blutvollmond, weil der war ja jetzt heute Morgen. Ich wollte auch eigentlich keinen machen, weil da jeder jetzt irgendwie was dazu gesagt hat. Aber ich, ja, es ist jetzt doch dran, leider. Und zwar habe ich im Vorfeld von dem Vollmond schon gemerkt, dass bei vielen, aber auch bei mir, sich einiges, bei mir war es gar nicht so diesmal so extrem. Bei mir hat sich es mehr im Außen gezeigt. Bei vielen waren sehr viele körperliche Symptome mal wieder. Ganz viele haben gesagt, sie sind müde und schlafen viel. Bei mir war es umgekehrt. Ich war die ganze Nacht wach und habe, weiß ich nicht, was gemacht. Aber es war so, als ob was in Bewegung ist und die Leute das auch körperlich mitkriegen. Und bei mir war im Außen auch einiges, Computerprobleme und hast du nicht gesehen. Lauter solche Geschichten, das sind ja auch immer Zeichen, die Hunde waren unruhig. Also im Vorfeld von dem Mond fand ich, war Unruhe so ein bisschen. Und jetzt habe ich heute Morgen das Gefühl gehabt, obwohl es absolut stürmig ist, dass sich alles klärt. Es war so eine Klärung in der Luft. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich eine Karte ziehen. Und es sind aber jetzt im Prinzip vier Karten geworden, wobei die wird immer für mich, also die lege ich eigentlich immer als, die lese ich ja dann beide. Und zwar ist das wieder mein Mystical Shamanic Deck, was ich hier habe, ne, was ich neulich schon verwendet habe. Dann mein Everyday Tarot und ich liebe das ja, das ist ganz klein. Klein und handlich und arbeitet nur mit zwei Farben und hat eine ganz tolle, drei Farben im Prinzip, wenn man weiß noch dazu zählt. Und sehr minimalistisch und hat ganz tolle Energien, finde ich. Und ich bin ja Minimalistin, von daher liebe ich das natürlich. Und mein Baum-Orakel, das habe ich, Baumengel nennt sich das. Das ist auch ganz toll, das verwende ich ganz selten. Habe ich heute auch verwendet. Eigentlich wollte ich das so machen, dass ich die Karten mische und dann ja halt hinlege und so, dass das jeder mitkriegt, dass es hier nicht gefaked ist. Aber das Problem war jetzt, dass ich das dauert zu lange. Und ich bin wieder mitten im Alltag. Ich habe nebenan die Waschmaschine laufen, die Hunde sind draußen und bellen vielleicht. Also bei mir ist Kartenlegen nichts Heiliges, sondern es passiert im Alltag. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Unterbrechung kommt, dann ist es halt so. Der Wind ist auch da. Ab und zu hat man mal das Dach, das bald am Wegfliegen ist, mal wieder. Also so ist das bei mir halt. Okay, also dann decken wir mal die erste Karte auf. Wow. Kann man das gut sehen? Das ist die Mittelwelt. Die alle ein bisschen vom Schamanismus wissen. Die Mittelwelt ist die Welt, in der wir hier leben, die wir als Realität empfinden. Dann gibt es noch die Unterwelt. Das ist sozusagen unser Unterbewusstsein. Und dann gibt es noch die, heißt das jetzt Überwelt? Ich weiß es gar nicht, die halt über der mittleren Welt ist. Das ist dann so das höhere Selbst oder ich würde sagen das Universum, der Kosmos. Und das ist eine ganz schöne, wow, die ist total schön, die Karte. Und das sieht man ja, wird auch wunderbar mit dem Baum dargestellt, weil der ist mit, die Mittelwelt ist sowohl mit der Unterwelt verbunden, die halt hier die, na, wie heißt's, die Wurzeln sind, und aber auch mit dem höheren Selbst, mit der Überwelt, das eben in den Himmel geht, die Zweige. Und dann ist es sogar noch geschützt hier scheinbar durch eine Kugel, oder das ist dann tatsächlich diese Realität, die stattfindet, weil die Mittelwelt ist nicht nur unsere Realität, die Mittelwelt hat noch viel mehr, was wir gar nicht sehen, was dann hier im Außen noch so ist, sondern das ist dann tatsächlich hier in der Kugel das, was wir erleben, was wir als unsere Realität empfinden. Und die Karte will eigentlich nur sagen, dass wir eben, ja, auch vielleicht mal in unserem Alltag, den wir immer so leben, wo diese Alltäglichkeiten stattfinden, wo zum Beispiel mal der Computer nicht mehr läuft, was dann immer wie ein Drama dann gesehen wird vielleicht, weil man denkt, boah, der ist kaputt, meine ganzen Daten, bla bla bla, das ist mir ja jetzt passiert. Ich bin gar nicht ins Drama gegangen, obwohl der Computer ja meine
ich mache ja auch Webseiten, ne, weil da habe ich ja auch meine ganzen Kundensachen drauf. Ich habe dann so gedacht, naja gut, wenn der jetzt kaputt ist und ich die Festplatte nicht mehr retten kann, dann ist es halt so, dann ist es Reinigung. Das habe ich dann einfach gesagt. Und dann habe ich ganz cool geblieben. Vor 2 Jahren wäre das für mich der Weltuntergang gewesen, weil ich weiß mittlerweile, es gibt eben noch mehr um diese Realität, die ich denke, die ist das Wichtigste. Und der Computer ist nun mal nicht das Wichtigste in meinem Leben. Es gibt noch viel mehr außenrum in dieser Realität. Viel mehr. Und dann ist ja auch noch die Unterwelt und die Oberwelt. Also Leute, wenn ihr im Alltag seid, es gibt nicht nur eure Kugel hier. Nicht nur das, was ihr so in eurem Alltag wahrnehmt. Es gibt noch viel mehr. Also vielleicht mal die Augen öffnen, vielleicht mal genauer hingucken, achtsamer sein. Wenn was ist, genau beobachten, was ist da. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Energien wieder so stark sind, wie es jetzt vor dem Vollmond war. Wenn ihr merkt, dass dass es euch nicht gut geht, dass ihr viel schlaft, dass ihr vielleicht auch eine Erkältung habt, dann ist es vielleicht auch nicht nur eine Erkältung oder nur Müdigkeit, sondern es ist vielleicht tatsächlich noch mehr. Vielleicht ist die Energie, die gerade da ist, bringt bei euch was in einen Prozess in Gang, wie auch immer. Guckt genauer hin. Guckt bei aller Kleinigkeit, bei jeder Kleinigkeit genau hin. Wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, manchmal sehe ich auf dem Weg lauter Herzen. Da haben die Steine plötzlich Formen von Herzen, aber auch nur, weil die Erde dann so über den Steinen liegt, dass der Rest sozusagen der nicht sichtbar ist. Dann liegen lauter Blätter rum, die wie Herzen aussehen. Also für mich ist das dann immer eine Botschaft. Und wenn ihr wirklich euren Alltag nicht nur als Alltag seht, sondern wirklich die Augen öffnet, dann kommt ihr viel mehr, zum einen habt ihr dann viel mehr Informationen und zum anderen, finde ich, ist es auch friedvoller irgendwie. Also lebt den Alltag nicht nur einfach rhythmisch, ich stehe morgens auf, mache meine Arbeit, bla bla, heute, dann koche ich das und was essen die Kinder nachher. Dazwischen ist noch viel mehr, dazwischen ist noch viel mehr. Und das dürft ihr jetzt, vielleicht ist die Energie, hat sich die so geändert, dass ihr das jetzt eher wahrnehmt, was noch zwischen diesen Alltagsdingen ist. Weil da ist noch so viel mehr und so viel Schönes, auch auf der Gefühlsebene. Ich zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, ich bin glücklich. Auch wenn ich manchmal Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, wo vielleicht mein Computer kaputt geht, wo ich müde bin und im Bett liege, auch dann habe ich ein Glücksgefühl. Und bei vielen Menschen ist es so, die dann eben kein Glücksgefühl haben, weil sie eben dazwischendrin den Rest nicht wahrnehmen, weil ich nehme halt noch was anderes wahr, als dass ich vielleicht krank bin oder dass mein Computer kaputt ist oder was weiß ich. Also die Karte sagt euch, wenn ihr bei euch in der Mittelwelt seid, im Alltag, in der Realität, die ihr so lebt, das ist eure Realität. Aber euer Alltag. Aber hey, hier draußen ist noch viel, viel mehr. Hier unten ist noch viel, viel mehr und da oben. Also breitet eure Kugel aus. Das seid ihr. Breitet euch aus, damit ihr noch viel mehr wahrnehmt und ihr werdet staunen. Das ist die Botschaft, das ist die Zeitqualität. Das könnt ihr jetzt machen, weil die Energien so sind, dass sie euch dabei helfen. So, jetzt haben wir noch die 2 Tarotkarten. Und da haben wir die 2 der Schwerter und die Stärke. Und die 2 der Schwerter ist so, dass da wird eine Person dargestellt, die hat zugebundene Augen und hat hier 2 Schwerter. Für mich ist es oft die Karte des Zweifels. Man weiß nicht genau, was man tun soll. Man hat die Augen verbunden, man hat hier 2 Entscheidungen zu treffen sozusagen und man weiß aber nicht so genau, ja, welche. Fakt ist aber, dass man eigentlich die Schwerter weglegen kann und sich diese Augenbinde abmachen kann. Die ist nämlich nicht total verknotet. Man ist nicht gefangen oder so. Man kann das alles weglegen, man kann die Augenbinde abmachen und dann kann man nämlich sehen. Dann kann man nicht nur fühlen, dann kann man auch sehen. Und dann kannst du genau hingucken, wo bin ich und welchen Weg gehe ich jetzt. Und das passt eigentlich ganz gut zu dieser Mittelweltkarte.
Und dieser Blase, in der du drin bist, wenn du die Augenbinde abmachst, dann ist nicht mehr dieses Ding, dass man, ich bin im Zweifel, ich muss mich entscheiden. Wenn du die Augenbinde abmachst und diese Blase vergrößerst, dann siehst du viel mehr, dann kriegst du viel mehr Input und dann hast du nicht dieses Gefühl, ich bin so ein Stück weit gefangen in meinen alltäglichen Entscheidungen, die ich treffen muss. Dann brauchst du nichts mehr zu entscheiden. Es läuft einfach. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es läuft, wenn du nicht alles als Drama siehst. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Wenn du die Augenbinde abmachst und noch weiter guckst, noch viel weiter als das, was du wahrnimmst in dem kleinen Ding hier, dann kann viel mehr passieren. Dann ist auch nicht mehr alles so dramatisch. Und die Kraft sagt hier, das ist auch eine ganz schöne Karte, ist hier eine Frau, die halt den Löwen bändigt sozusagen. Also einmal würde ich jetzt sagen, die Kraft ist natürlich Kraft. Also die Zeitqualität ist so, dass du jetzt in deine Kraft kommst, kann man das natürlich interpretieren. Man kann es aber auch so interpretieren, dass du deinen inneren Löwen bändigst, wobei ein Löwe ist ja für mich was Gutes, wenn das natürlich jetzt irgendwie, ja, dass du ein bisschen ruhiger wirst, ne, dass du dieses Innere, was da so aufgewühlt ist, dass du ruhiger wirst, dass du das bändigst, dass da jetzt die Zeitqualität so ist, dass du das selber halt bändigen kannst, wenn du halt diese Augenklappe da wegmachst und die Schwerter mal zur Seite legst, die ja auch Kampf bedeuten im Endeffekt, Kampf, wobei im Tarot ist es der Intellekt, vielleicht bist du auch zu sehr in deinem Kopf, ne? Leg das mal alles zur Seite. Hier oben ist ja noch der Mond, der ja Intuition bedeutet. Leg das beiseite, mach die Augenbinde ab, guck dir den Mond an, lass dich von dem Mond bestrahlen. Passt ja jetzt auch gut zum Vollmond. Und geh in deine Intuition. Und dann tut sich hier die Blase von der Mittelwelt, hier unten die Wurzeln sind für mich auch so ein bisschen die Intuition. Wobei oben, das ist auch, also sein, ja. Egal, das war jetzt blöd. Aber ja, also nimm das ab, leg die Schwerter des Verstandes so ein bisschen weg, mach die Augenbinde ab und nimm im Ganzen wahr. Im Moment nimmst du nicht alles wahr. Im Moment bist du noch in dieser Blase, in dieser Realitätsblase. Und die Kraft sagt zum einen, dass sie dir eben, dass du die Kraft hast, das auch zu tun. Du bist absolut stark. Und sie sagt aber auch zum anderen, dass diese Kraft, diese Stärke dein inneres Aufgewühltes auch bändigt. Wenn du eben aus dieser Blase rausgehst, wenn du dich erweiterst, wenn du die Blase erweiterst und wenn du diese Augenbinde abnimmst und die Schwerter weglegst. So, was haben wir hier jetzt noch? Wow, die Olive. Das ist ja cool. Die Olive. Ich lege die mal hier hin, dann sieht man sie ja trotzdem und die fällt sowieso auch runter. Ja, das ist lustig, weil ich lebe ja in einem Olivenhain sozusagen und die Olive ist ja mein Baum, zusammen mit dem Johannesbrotbaum, den ich ja auch ganz toll finde, aber den gibt es nicht in diesem Deck. Ja, und die Olive ist ein absoluter Fülle- und Friedensbaum, das habe ich ja schon mehrmals in verschiedenen Videos gesagt. Und ja, und das nehme ich jetzt einfach für diese Zeitqualität, weil heute hat auch ein Olivenbaum mit mir gesprochen. Es war total irre. Der Hugo hat auch ganz komisch geguckt. Das war natürlich nicht in dem Sinn gesprochen. Es war so windig und hier gibt es so alte Bäume. Und wenn es dann windig ist, dann knarren die so richtig. Die knarren wie so ein altes Schiff aus Holz. So knarren die. Und da war ein Baum, der hat total geknarrt. Und der Hugo, mein großer Hund, also der mit mir lebt, der hat ganz komisch geguckt. Und ich habe das so. Ich habe dann so gedacht, also ich so gespürt, der will einfach nur beruhigen, der Baum. Der wollte sich mal zeigen, der wollte sagen, hey, ich stehe jetzt hier schon so lange, alles ist gut, alles ist im Frieden, vertraue einfach und das Leben ist schön. Ich lebe hier schon so lange und genieße das Leben. Und ja, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Das war mehr so ein Gefühl, was ich hatte. Und ich habe mich plötzlich wirklich so richtig im inneren Frieden gefühlt. Und das ist ja auch wirklich der Friedens- und Füllebaum. Und die Zeitqualität ist jetzt da.
des Friedens, dass du auch in deinen inneren Frieden kommst, wenn du diese Augenklappe wegmachst von diesen und die Schwerter des Verstandes weglegst und deine Intuition mal, der mal Raum gibst, dann kommst du in deinen inneren Frieden. Und wenn du den Löwen in dir noch so ein bisschen bändigst, diesen Alltagslöwen, würde ich fast sagen, diesen Löwen, der dich hier festhält in deiner Blase, dann kommst du auch in den inneren Frieden, weil wenn du diese ganze Weite von dem, was alles da ist, erfühlen kannst und sehen kannst, dann ist das Frieden. Diese Weite, diese Unendlichkeit ist Frieden, genauso wie dieser Olivenbaum, der ist Frieden. Also, liebe, ich wollte ja eigentlich gar nicht so lange reden, jetzt haben wir schon wieder 15 Minuten. Ich gehe hier immer, wenn ich anfange zu reden, dann bin ich hier immer so im Flow. Die Zeitqualität ist so, ich fasse es mal zusammen, dass du das von der Qualität her ist einfach nur Friede. Es ist äußerer Friede, auch wenn es hier gerade stürmt, es ist trotzdem friedlich und die Fülle ist da, die ist da, du kannst sie dir nehmen, den Frieden und auch die Fülle. Und bring die in deinen Alltag rein, bring die in deine mittlere Welt rein, weil dann kannst du das, wenn du vielleicht, ja, du lebst wahrscheinlich im Land, wo es jetzt keine Olivenbäume gibt, aber versuch dich mal irgendwie mit oder mit einem anderen Baum verbinden oder kauf dir Oliven und ess die und verbinde dich mit denen, ich weiß es nicht. Versuch mal diesen inneren Frieden, diese Fülle des Olivenbaums zu spüren und dann kann sich vielleicht auch deine Alltagsblase ein bisschen ausweiten und du kannst diese ganze Weite des, was alles noch da ist, kannst du erfühlen. Und dann, wenn du dann halt noch deine Augenklappe abnimmst und diese Schwerter weglegst des Verstandes und deiner Intuition Raum gibst, dann kannst du wirklich, dann ist alles nicht mehr so schlimm, was man so für schlimm im Alltag empfindet, ne? Aber ich wiederhole mich ja, als ihr habt ja verstanden, um was es geht. Das ist die Zeitqualität. Ihr habt jetzt die Chance, das zu machen. Es ist halt das ist die Energie dafür da. Es ist jetzt deine Entscheidung, ob du das umsetzt oder nicht. Das ist jetzt dein Ding, ne? Ja, okay, das war's, was ich euch sagen wollte. Ich wünsche euch alles Liebe, schönen Tag. Tschüss.